Die LIPER-Prozessdatenerfassung PDE ermöglicht die permanente Erfassung der relevanten Prozessdaten während des Arbeitsvorganges. Auf dem großen PDE-Farbmonitor in der Fahrerkabine werden die erfassten und bearbeiteten Daten dargestellt. Der Geräteführer kann über den Touchscreen verschiedene Details eingeben, zum Beispiel den Namen der Baustelle oder die Pfahlnummer und die Aufzeichnung starten und stoppen. Alle erfassten Prozessdaten werden auf einer Kompakt-Flash-Speicherkarte aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen können von der Kompakt-Flash-Speicherkarte in die Prozessdaten-Report-Software Scully PDR importiert werden. Alternativ kann der Datenimport über das LIPER-Telematiksystem LIDAT erfolgen. Damit lassen sich die Prozessdaten per Fernübertragung bequem aus dem Büro abrufen. Dies spart Zeit und sorgt für ständige Aktualität der Baustellendaten. Mithilfe von Scully PDR lassen sich die Prozessdaten verwalten, tabellarisch oder grafisch darstellen und analysieren. Per Report-Generator lassen sich individuelle Reports gestalten, die mittels der optional erhältlichen Sprachpakete in einer Vielzahl von verschiedenen Sprachen erzeugt werden können. Die LIPER-Prozessdatenerfassung PDE und die Prozessdaten-Report-Software Scully PDR sind für eine Vielzahl von Spezialtiefbauverfahren anwendbar. Zurzeit sind dies Kelly-Bohren, SOB-Bohren, Doppelkopfbohren, Rütteln, Schlagrammen, Pressen, Soil Mixing und Dry Soil Mixing. PDE und PDR, zwei wichtige Bausteine für den fortschrittlichen Spezialtiefbau.